Von wegen lahme Schildkröte, hier ruft die Freiheit und sie scheinen den Ruf ziemlich gut gehört zu haben. 11 an der Zahl, 4 Jahre lang hochgepäppelt. Erst vom Opel Zoo, dann von Sibylle Winkel aus der Arbeitsgemeinschaft Sumpfschildkröte. Mit anpacken darf heute auch ein Gewinner der Umweltlotterie. Gleich werden die Sumpfschildkröten ausgewildert. Sibylle Winkel will etwas für die gefährdete Art tun, denn für die Schildkröten ist das hier so eine Art Wiederkehr an die Fulda. Dass sie hier heimisch waren, ist allerdings schon ziemlich lange her. Kaum eine erkennen sie mehr, weil sie fast ausgestorben sind. Die Sumpfschildkröten wurden im Mittelalter als Fastenspeise gegessen. Und damals hat man gedacht, alles, was aus dem Wasser kommt, ist Fisch. Und das darf man essen. Und da hat man die so dezimiert, dass sie schon sehr wenige Bestände nur noch hatten. Die flache Uferzone hier in der Nähe von Bebra ist ideal für die Reptilien, um ins Wasser und wieder herauszukommen. Im Fluss finden sie genügend Nahrung. Renaturiert hat die Aue die obere Naturschutzbehörde. Wir haben bei der Renaturierungsplanung schon immer die Sumpfschildkröte im Auge gehabt. Im Jahr 2007 wurde dann das Gebiet angeschlossen. Und wie man sieht, durch die zahlreichen Hochwässer ist hier eine unglaubliche Dynamik halt entstanden. Wir sind jetzt hier auf so einer angelandeten Kiesbank im Moment. Heute sind ja Hochwässer durchgegangen. Es werden wieder große Kiesmengen halt bewegt. Und das ist optimal für die Sumpfschildkröte. Fast hätten sie die Auswilderung verschieben müssen. Der Grund? Die starken Regenfälle. Hätten wir gestern auswildern wollen, wäre es nicht gegangen. Da sind noch mal größere Wassermengen hier durchgeströmt. Und wenn man dann die Tiere in einen unbekannten Lebensraum entlässt, steht einfach die Gefahr, dass sie halt verdriftet werden. Sie kennen das Gebiet noch nicht. Heute sind die Bedingungen gut und Umweltlotterie-Gewinner Michael Lange darf die erste Schildkröte ins Wasser bringen. Nach 4 Jahren Aufzucht geht es jetzt in die Freiheit. Bei der Lotterie hat er auch für dieses Projekt abgestimmt. Tauchstation. Wunderbar hier und freut mich, dass das Projekt Zustimmung gefunden hat und dass die 5000 Euro hierher gehen. Nach und nach kommen alle 11 Sumpfschildkröten ins Wasser und die bleiben erstmal am Ufer und sondieren die Lage. Auf einmal so viel Platz. Auch für Sibylle Winkel ein toller Tag. Wieder ein paar mehr im Freiland, die jetzt hier eine naturnahe Aue haben, wo sie sich in Zukunft selbstständig weiter vermehren können und auch dann von hier aus wieder weiter ausbreiten und sich ihre Heimat wieder zurückerobern. Mit einem Sonnenbad kein schlechter Start. Umweltschützer und Naturschutzbehörde wollen noch weitere Sumpfschildkröten auswildern und natürlich dieses Projekt im Auge behalten. Und wer weiß, vielleicht bekommen auch Wanderer die neuen Aue-Bewohner am Rand von Blankenheim mal zu Gesicht.